Ja, guten Abend allerseits. Ich darf nur noch kurz zwei Sätze zu Poema sagen, das viele doch nicht kennen. Poema heißt Pobreza e Meo Ambiente in Amazonia, das heißt Armut und Umwelt in Amazonien. Wir arbeiten seit 25 Jahren, viele kennen Willi Hoss noch, mit mir zusammen dort angefangen hat und sind regelmäßig vor Ort und betreuen unsere Projekte, arbeiten alle ehrenamtlich und leben ausschließlich von Spenden und ja, machen dann die Arbeit, die wir dadurch machen können. Jetzt geht es um Brasilien, um die Fußball-Weltmeisterschaft, hochaktuell. Seit Juni 2013 zeichnen Presse und Fernsehen ein etwas differenzierteres Bild von Brasilien. Jahrelang dominierten Bilder von sonnigen Stränden, Samba und endlos scheinenden Wachstumsraten die Berichterstattung. Die Massen auf den Straßen haben bewirkt, dass jetzt auch über die Schattenseiten des Sonnenstaates berichtet wird. Und diese Schatten sind sehr lang. 50 Millionen Arme mit einem Einkommen von weniger als 120 Euro im Monat auf der einen und Menschen mit unvorstellbarem Vermögen auf der anderen Seite. Großgrundbesitzer mit Tausenden von Hektar Land auf der einen und Hunderttausende Landlose, die auf die Zuteilung von Land warten, auf der anderen Seite. Favelas mit miserabler Infrastruktur und ohne Abwassersysteme auf der einen und 300 Quadratmeter große Luxuswohnungen auf der anderen Seite. Korruption und Gewalt im Alltag. 60.000 Tötungsdelikte in einem Jahr. Betroffen sind vor allem afro-brasilianische Männer im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Milliardenschwere, zerstörerische und unsoziale Großprojekte auf der einen Seite und eine desolate Situation im Gesundheits- und Bildungsbereich auf der anderen. Die Geschichte Brasiliens ist allgegenwärtig. Kolonialisierung mit Mord und Vertreibung indigener Völker, Handel mit Sklaven aus Afrika über Jahrhunderte und die Militärdiktatur über 20 Jahre hinweg sind nur einige Stichworte dazu. Ich möchte zu drei Großprojekten etwas sagen. Zum einen zur Fußball-Weltmeisterschaft, zum zweiten zur Holz-, Fleisch- und Soja-Exportpolitik und drittens zum Wasserkraftwerk Belo Monte in Amazonien. Zitiere aus der Süddeutschen Zeitung vom 12.06.14, letzte Woche. Sehr kurz vor dieser Weltmeisterschaft und sehr nah am Ort ihrer feierlichen Eröffnung sitzen Männer und Frauen und Kinder vor offenen Feuern und wärmen sich im Nieselregen. Vor ihnen spielen ein paar Kids auf lehmigem Boden Fußball mit Gummistiefeln und Badeschlappen. Das könnte etwas Idyllisches haben, Sonnenwende in Brasilien. Doch 2 Kilometer Luftlinie hinter der Arena Corinthians, auch genannt Itaquarão, wo an diesem Donnerstag die WM angepfiffen wird, wohnen in diesem Zeltlager 4.000 oder 5.000 Familien unter Plastikplanen neben einem öffentlichen Park. Es sieht aus wie in Haitis Flüchtlingskamp nach dem Erdbeben 2010, als die Häuser eingestürzt waren. Dies allerdings ist Sao Paulo, die größte und reichste Stadt Südamerikas. Und gegenüber beginnt die bombastische WM. Anfang Mai besetzten Obdachlose dieses brachliegende Grundstück auf den Hügeln des Parque do Carmo im Osten der Metropole. Angeführt werden sie von der Bewegung landloser Arbeiter der MST, deren rote Fahnen über die Siedlung wehen. Resistencia Urbana steht da, städtischer Widerstand. Den meisten von ihnen stiegen die Mieten zu schnell. Als Politiker und Baufirmen im ärmlichen Viertel Itaquara ein raumschiffartiges Stadion samt Shopping Mall hochzogen. Allein diese Arena Corinthians für den populären Club und 6 WM-Spiele hat 1,4 Milliarden Reais gekostet, das sind 460 Millionen Euro. Mit Böden aus griechischem Marmor und Armaturen aus Japan. Für uns ist das nicht, sagt die Putzfrau Maria Fatima de Sosa, die in guten Monaten den Mindestlohn von 724 Reais oder 241 Euro zusammenkehrt. Wir können uns kaum unsere Beerdigung leisten. Alles in allem wird das Turnier nach aktuellem Stand knapp 26 Milliarden Reais verschlingen, fast 9 Milliarden Euro,
mehr als Deutschland 2006 und Südafrika 2010 zusammen. Kannst du dir das vorstellen? Fragt Otacílio Torres in seinem Kapuzenpulli, ein Wortführer der Aufständischen. Er liebt, wie fast alle hier, Fußball, den Fußball, damit das klar ist. Wir haben keine Wut, sagt er, auf die WM, sondern auf die exzessive Ausgabe, sagt der Flamengo-Fan Torres. Das ist unser Steuergeld. Eine Schande. Soweit das Zitat. Die WM ist ein Projekt der FIFA, der Regierung, der Sponsoren, der Banken und der Baukonzerne. Wäre die korrupte FIFA sowie korrupte Baukonzerne und Politiker die Gewinner sind, bezahlen hauptsächlich die Ärmsten die Zeche. Über 200.000 Menschen wurden im Rahmen der WM zwangsumgesiedelt, meistens an die Ränder der Städte. Ganze Wohnviertel wurden plattgewalzt, um Platz für Stadien und Parkplätze zu schaffen. Die Städte werden den Bewohnern enteignet und für die Touristen und Besucher hergerichtet. Städte werden dem Zugriff der Investoren freigegeben. Straßenhändler, die immer schon um die Stadien herum ihre Getränke, Kuchen und Würste und so weiter verkaufen und davon leben, müssen während der WM weichen. Verkaufen dürfen in einer 2-Kilometer-Zone um die Stadien herum nur die Sponsoren wie Nike und Coca-Cola. Die Politiker haben das Diktat der FIFA offensichtlich akzeptiert. Die jubelnden Fans in den Stadien gehören fast ausschließlich den oberen Schichten an. Die einfachen und ärmeren Leute müssen draußen bleiben. Sie können sich nie und nimmer eine Eintrittskarte leisten. Damit die WM ein frohes und friedliches Fest wird, werden rund 160.000 Polizisten und Militärs eingesetzt, die sofort eingreifen und mit zum Teil brutalen Methoden für Ruhe und Ordnung sorgen. Gleichzeitig gehen Lehrer und Busfahrer auf die Straße, weil das Bildungssystem desolat und das Verkehrssystem am Zusammenbrechen ist. Ich erlebe in Amazonien zum Beispiel erbärmliche Gesundheitsstationen und in den Dörfern sind die Menschen oft froh, überhaupt noch einen Arzt zu sehen und wenigstens halb gefüllte Medikamentenschränke. Die WM bringt alles, bringt allen was. Die WM bringt allen was, sagen die Politiker noch heute. Richten sich in den Netzen der Korruption und Gewalt ein und lassen auf Demonstranten einschlagen, wenn sie sich gegen die Zustände zur Wehr setzen. Gerade spielt Deutschland gegen Portugal. Ich habe mich in den letzten Tagen immer mal wieder gefragt, wo denn die Stimmen der deutschen FIFA-Mitglieder oder die Stimmen des Deutschen Fußballbundes bleiben. Warum sagen sie nichts zu diesen Zuständen? Ich vermute mal, dass auch sie Dreck am Stecken haben und von diesen Machenschaften profitieren. Und ich bin gespannt, wie sich der allseits beliebte Franz B. aus der Schlinge zieht. Dass die Spieler vasallentreu schweigen, verstehe ich schon eher. Wenn ich höre, dass zum Beispiel allein der Spieler Mesut Özil monatlich 300.000 Euro erhält, nur weil er für Adidas Werbung macht. Ein anderes Thema. 80% der Brasilianerinnen wohnen in den Städten. Rund ein Fünftel davon in den Favelas. Allein in Rio gibt es rund 200 davon. Die Menschen kommen meistens vom Land, auf dem sie keine Hoffnung auf Überleben mehr haben oder vertrieben werden. Der Export von Agrarprodukten wie Holz, Rindfleisch, Soja oder Zucker hat seinen Preis. Immer wieder sind die Kleinbauern und Indigenen den Geschäftemachern und Fazendeiros im Weg. Es gehört zum Alltag, vor allem im Norden von Brasilien, dass Menschen enteignet und vertrieben werden. Erst im Januar war ich wieder mal in Amazonien. 500 Kilometer waren wir auf der Transamazonika unterwegs. Kein Wald mehr zu sehen, weit und breit. Dafür eine Rinderweide nach der anderen. Angefangen hat es mit dem Holzeinschlag. Tropenholz aus Amazonien kann man leicht auch hierzulande noch kaufen. Und viele machen das zum Beispiel für ihre Terrassen und so weiter. Wird heute noch Tropenholz verwendet. Nach dem Holz kamen die Rinderweiden und heute ist Brasilien der größte Fleischexporteur der Welt. Die Rinder fressen den Regenwald auf, könnte man sagen.
und hierzulande lassen sich viele Rindersteaks aus Südamerika schmecken. Letzter Teil der Tragödie ist dann, dass sich die Sojafront immer weiter in den Regenwald frisst, um die Welt mit Tierfutter und Agrodiesel zu versorgen. Gewinner sind die Holzgroßhändler, die Fleischexporteure, die Großgrundbesitzer und die großen Lebensmittelkonzerne und Saatgutvertreiber, die zunehmend auch genveränderte Soja durchsetzen. Gewinner sind aber auch die Konsumenten hierzulande, die Tropenholz kaufen, ohne darüber nachzudenken, die gedankenlos in die Fleischregale im Supermarkt greifen und die Mastbetriebe, die Soja aus Brasilien verfüttern und damit eben auch zu Mitverursachern der Zerstörung werden. Verlierer sind die vertriebenen Kleinbauern mit ihren Familien, aber auch die, die bleiben und zum Teil unter schlimmen Bedingungen als Tagelöhner in den Sägewerken arbeiten, als kuhhirtenden Rinderzüchtern unterstellt sind oder auf den Soja- und Zuckerrohrfeldern ihr Dasein fristen, abhängig, schlecht bezahlt und würdelos behandelt. Bekannt sind viele die Bilder der Guarani-Indios, die in Mato Grosso am Rande der Sojafelder leben. Land, das seit Generationen ihnen gehörte und ihnen systematisch gestohlen wurde. Sie führen einen verzweifelten Kampf um ihr Land, werden krank, die Selbstmordrate steigt und die Hoffnung schwindet, ihr Land jemals wieder zurückzuerhalten. Seine schwierigen Hände gleichen zwei Schaufeln, die er in großen Kreisen bewegt, um dann auf einen fernen Punkt zu zeigen. Bis in die 60er Jahre war hier alles Wald. Es gab Bäume, es gab Tiere, es war eine andere Welt. Sie haben uns die Welt weggenommen. Der Alte, der das sagt, gehört zum Indianerstamm der Guarani. Er ist Häuptling, das lebende Gedächtnis der Gruppe, derjenige, der erinnert und weitergibt. Er spricht im Namen aller. Dies ist ein Zitat aus dem Buch von Stefano Liberti mit dem Titel Landraub. Ganz typisch ist die Geschichte des jungen Indios, der mit zwei anderen Kindern die Tauben in den Himmel entließ. Es war die Eröffnungsfeier der WM am letzten Donnerstag. Danach entrollte er ein kleines Banner, auf dem Demarcação stand, so viel wie abgrenzen, markieren. Er machte damit aufmerksam, dass die Mehrheit der indigenen Reservate noch nicht markiert sind und sie in der ständigen Angst leben, dass ihr Gebiet besetzt wird und sie vertrieben werden. Doch dieses Bild kam nicht im Fernsehen. Es störte die Veranstalter, wenn auf Probleme aufmerksam gemacht wird. Auch hier wird wieder deutlich, mit welchen Mitteln die FIFA und auch die Medien arbeiten. Jetzt noch zu Belo Monte. Dort wird gerade das drittgrößte Wasserkraftwerk der Welt gebaut. Mitten im Regenwald bei Altamira im Bundesland Pará. Es ist ein Projekt der Militärregierung und wird von der linken Regierung im Moment durchgesetzt. Dabei wurde mehrfach die Verfassung gebrochen, Gesetze einfach übergangen, Sondergenehmigungen erteilt und Fakten geschaffen. Wir kennen die Methoden aus eigener Erfahrung in unserer Stadt. Der Stausee ist ungefähr anderthalbmal so groß wie der Bodensee, mitten im Regenwald. 40.000 Menschen werden zwangsumgesiedelt, zum Teil in Siedlungen mit Hunderten von gleichen Häusern mit je 40 Quadratmetern, ohne Schulen, Märkte und Gesundheitsstationen. Da wird die Gewalt gedeihen, sagt uns jetzt schon die Sozialarbeiter in der Region. Ein Drittel der Stadt Altamira wird unter Wasser gesetzt. Der Lebensraum vieler indigenen Gruppen wird zerstört durch die Flussumleitung des Rio Xingu. Jetzt ist der Fluss ihr Wasserweg und Lebensraum der Fische. Nachher ist es vorbei. Und im Januar war noch nicht klar, wie es mit ihnen weitergeht. Mehrmals waren sie in Brasilien und haben gegen dieses Verbrechen an der Natur und an den Menschen protestiert. Ohne Erfolg. Ihr verhindert den Fortschritt, wird ihnen gesagt. Ein Fortschritt, der auf Zerstörung und Vertreibung beruht. Gewinner sind die Baufirmen. Gewinner sind die Baufirmen, die Aluproduzenten, die den größten Teil der Energie benötigen. Aber auch deutsche Firmen wie Voith oder Siemens, die Turbinen, oder Daimler, der LKWs liefert. Sie scheren sich nicht um die Folgen ihres Handelns. Sie denken an das große Geld und an Dividenden. Ethik und Verantwortung scheinen Fremdworte für sie zu sein. Ich komme zum Schluss.
In unserem Poema-Rundbrief, der vor 2 Wochen erschienen ist, schreiben wir unter anderem Folgendes. Doch statt Sozialarbeiter kommen Soldaten. Zitat aus einer Zeitung, das Wolfgang Kunert geschrieben hat, vor einigen Wochen im Zusammenhang mit der sogenannten Befriedung der Favelas in Rio de Janeiro. Friede soll also herrschen, wenigstens in den Wochen, in denen der Fußball das Land regiert. Möglich machen sollen die Soldaten und Maschinengewehre. Doch der Frieden wird nicht einkehren, weil die Menschen keine Pistolen brauchen. Was sie brauchen, ist sauberes Trinkwasser, Abwassersysteme, gesundmachende Krankenhäuser, humane Schulen, einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr und vor allem Politiker, die nicht gefangen sind in den Netzen der Korruption und Gewalt. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Nicht in den Favelas von Rio oder Sao Paulo, nicht in den Hütten um den Staudamm Belo Monte, nicht in den von Sojabaronen besetzten indigenen Reservaten und schon gar nicht im von weiterer Naturzerstörung bedrohten Amazonien mit seinen Regenwäldern. Soldaten bringen in aller Regel keinen Frieden. Frieden kann man schaffen, wenn man die Sorgen der Menschen sehen will und sie ernst nimmt. Wenn die Armen genauso viel wert sind wie die Reichen, wenn das große Geld nicht alles machen kann und wenn alle ein Leben in Würde führen können. Deshalb protestieren viele in Brasilien und machen aufmerksam auf ihre Lage. Wir hier in Stuttgart wissen, wovon wir reden, wenn es um Gewinner, Verlierer, Korruption und Täuschung geht. Die Fußball-WM hat es geschafft, dass sie viele Brasilianer ihrer Lage bewusst wurden und werden. Die Widersprüche treten offen und für jeden sichtbar zutage. Was bleibt ihnen auch anderes übrig, als auf die Straße zu gehen, wenn die Mafia-ähnliche Verbindung von Politik, Konzernen und Fußballverband ihnen keine andere Wahl mehr lässt? Das verbindet uns in unserem gemeinsamen Kampf gegen die unsoziale und zerstörerischen Großprojekte. Bleiben wir oben und bleiben wir an der Seite der Verlierer in Brasilien, auch über die WM hinaus. Diese Solidarität ist für Sie unendlich wichtig und verstärkt Ihre Hoffnung auf das Erreichen Ihres großen Zieles. Alle Brasilianer, egal ob schwarz oder weiß oder indigen, sollen bald teilhaben können am großen Reichtum Ihres Landes. Vielen Dank. Für dein Engagement und den Beitrag. Eine Gelegenheit, dieses Thema zu vertiefen, bietet Gerhard übermorgen bei der Allmende in Kermenstetten um 20 Uhr im Aarau.